enthalten. Und ich rufe auf Top 44, den Antrag Fraktion Die Linke, Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Hessen entschieden bekämpfen, gemeinsam mit Top 26 unserer Tagesordnung der Großen Anfrage, Christiane Böhm, Die Linke, Fraktion Die Linke, Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Hessen, ist einmal die Drucksache 20-2874 und Drucksache 20-2537 zu Drucksache 20-1168. Und als Erster erteile ich Frau Böhm das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich nehme an, Sie freuen sich doch schon bestimmt heute Abend darauf, nach Hause zurückzukehren, in eine gemütliche Wohnung, eine gemütliche Umgebung. Das ist glücklicherweise für die meisten Menschen in Hessen Normalität, aber längst nicht für alle. Menschen, die dies nicht können, erleben eine so drastische soziale Ausgrenzung, wie das für uns wahrscheinlich kaum nachvollziehbar ist. Die eigene Wohnung verlieren, das bedeutet, auf der Straße zu leben oder auf Notunterkünfte angewiesen zu sein. In jedem Fall heißt es, das eigene Leben nicht mehr selbstbestimmt organisieren zu können. Das zeigt auch die zugegebenermaßen wirklich sehr dünne Beantwortung unserer Großen Anfrage. Auf 170 Fragen nur 21 Seiten. Das heißt, die Landesregierung weiß wenig über die Lebensrealität und die betroffenen Menschen. Die BAG Wohnungslosenhilfe schätzt für 2018 die Zahl der wohnungs- und obdachlosen Menschen in Deutschland auf knapp 780.000. Die Schätzung für 2019 wird nächste Woche vorgelegt. Man weiß aber jetzt schon, Wohnungslosigkeit betrifft immer mehr Frauen, Familien, Migrantinnen und Migranten. Die Altersspanne wird immer weiter, die Probleme werden vielfältiger. Das Hilfesystem kommt schon lange nicht mehr mit. Und ohne der hohe Einsatz der Ehrenamtlichen, das hohe Engagement von Zehntausenden Menschen, wäre die Realität noch deutlich düsterer. Klar ist auch, dass die aktuelle Corona-Pandemie die Situation von wohnungslosen Menschen deutlich verschlechtert hat. Wie viel Hohn steckt in dieser Bemerkung, in dieser Aufforderung, bleiben Sie doch zu Hause, für Menschen ohne ein eigenes Zuhause? Auch die Forderung, Abstand zu halten und Hygieneempfehlungen einzuhalten. Wie machen Sie das denn, wenn Sie überhaupt keine Wohnung haben und gar keine Möglichkeiten, Abstand zu halten? Die Forderungen, die die BAG Wohnungslosenhilfe in ihrem 10-Punkte-Programm formuliert hat, die werden einfach ignoriert. Und ich fordere die Landesregierung auf, dies endlich einmal wahrzunehmen und aktiv zu werden, um obdachlose Menschen vor der Pandemie zu schützen. Aber die Pandemie trifft ja nicht nur diejenigen Menschen, die bereits wohnungslos sind. Die hessischen Beratungsstellen warnen vor einer neuen Welle von Wohnungslosigkeit. Mit Auslaufen des Mietschuldenmoratoriums stehen Tausende Menschen vor teils horrenden Mietnachforderungen, vor Energie- und Wassersperren, obwohl sich an ihrer wirtschaftlichen Situation ja gar nichts geändert hat. Sie haben immer noch kein Geld, um das zu bezahlen. Das ist ein Fiasko. Sie werden weder den Menschen in Wohnungslosigkeit noch denen, die davon bedroht sind, in irgendeiner Weise gerecht. Dabei sind die Notwendigkeiten doch vollkommen klar. Das Mietschuldenmoratorium muss fortgesetzt werden. Zwangsräumungen, Energie- und Wassersperren müssen verboten werden, um die Existenz der Menschen nicht zu gefährden. Und natürlich müssen Land und Kommunen endlich ein Programm auf den Tisch legen, wie Menschen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch die Pandemie kommen können. Wir brauchen einen Plan, um die überfüllten Gemeinschaftsunterkünfte zu dezentralisieren und eine menschenwürdige Unterbringung sicherzustellen. Wir brauchen mehr Raum für Notschlafplätze in diesem Winter. Der steht vor der Tür. Wir brauchen den garantierten Zugang zu Waschräumen, zu den Mindestensachen, Hygieneartikeln, Masken und die vielen anderen Sachen, die eigentlich schon seit März gefordert werden. Ich fordere Sie auf.
Schauen Sie nicht länger weg. Legen Sie endlich ein Maßnahmenbündel vor, um Wohnungs- und Obdachlosen durch die Pandemie zu helfen. Doch auch ohne Corona wäre die Situation der Wohnungs- und Obdachlosen in Hessen desaströs. Was wissen Sie denn wirklich über die Situation der Menschen? Ich habe Ihnen ja gerade die dünne Antwort auf die Anfrage gezeigt. Wenn man aber nichts weiß, dann kann man auch gar keine Unterstützungsangebote tatsächlich formulieren. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum sich die Hessische Landesregierung weigert, entgegen ihrem eigenen Koalitionsvertrag eine Wohnungsnotfallstatistik zu erheben. Sie verweisen auf die bundesweite Erhebung, aber nur Ihnen haben ja die Wohlfahrtsverbände deutlich gesagt, dass die massive Lücken hat und da nur ein Teil der Betroffenen tatsächlich gezählt werden. Und da finde ich es wirklich beschämend, dass wir als Opposition Sie an Ihren eigenen Koalitionsvertrag erinnern müssen und Sie auffordern müssen, diesen auch ernst zu nehmen. Horrend steigende Mieten, Wohnungsknappheit, gerade von bezahlbarem Wohnraum und der Rückgang von Wohnungen mit Mietpreisbindung haben einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass Menschen in der Wohnungslosigkeit geraten. Oft gibt es natürlich noch weitere Probleme, aber gucken Sie sich doch mal alleine die Zahl der mietpreisgebundenen Wohnungen in Hessen an. Es gibt nur noch knapp 80.000. Wie sieht aus die Bilanz von Schwarz-Grün? Innerhalb von 6 Jahren gibt es 31.000 Wohnungen weniger, die in der Mietpreisbindung sind. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns doch von zunehmender Wohnungslosigkeit doch gar keine Gedanken machen. Das ist doch nachvollziehbar. Und die politischen Verantwortlichen in Bund und Land, das Bund ist da auch nicht aus der Sache raus, die lassen die Kommunen, die engagierten Menschen in diesen Bereichen, natürlich auch die Betroffenen im Stich. Und es braucht ein Landesprogramm, um auf dem bestehenden Wohnungsmarkt wieder mehr Belegungsrechte als Kommunen zu erwerben. Neubau kann jetzt nicht alleine die Lösung sein. Wir müssen auch an die Bestandsmieten heran. Wir brauchen einen Mietendeckel, so wie ihn Berlin vorgelegt hat. Wohnen ist ein Menschenrecht, und es darf nicht sein, wie in Teilen des Rhein-Main-Gebietes, dass man 40, 50 oder sogar 60% seines monatlichen Einkommens für Wohnen bezahlen muss. Natürlich trifft das Menschen im Sozialleistungsbezug noch viel stärker. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nach einer Anfrage der LINKEN im Jahr 2018 ist es im Main-Taunus-Kreis so, dass 25% der Bedarfsgemeinschaften im SGB II Bezug das Geld nicht für die Kosten der Unterkunft ausreicht. Sie müssen also noch zusätzlich von Ihrem normalen Geld, Ihrem Lebensunterhaltsgeld, draufzahlen, um Ihre Miete zu bezahlen. Also das heißt, der normale Lebensunterhalt ist schon nicht zu organisieren. Und warum? Weil seit 2010 hat der Main-Taunus-Kreis die Kosten der Unterkunftssätze unverändert bei 8 Euro festgelegt pro Quadratmeter. 8 Euro Kaltmiete im Rhein-Main-Gebiet, ja, das ist illusorisch. Bei Bestandsmieten, bei Neumieten, Anmietungen ganz klar. Damit drängen Sie Menschen in soziale Abseits und langfristig auch in die Wohnungslosigkeit, weil irgendwann klappt dieses System nicht mehr. Und hier dieses menschenfeindliche Hartz-IV-System mit seinen Sanktionen, mit seinen wesentlich zu geringen Regelsätzen und den viel zu geringen bemessenen Kosten der Unterkunft muss endlich überwunden werden. Aber auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht auf Bundesebene oder im Bundesrat dazu aktiv werden wollen, was wir von natürlich sehr schwer befürworten, tun Sie zumindest etwas in Hessen zusammen mit den Kommunen. Und ich gebe Ihnen dafür nur 2 Beispiele. Die wirkungsvollste Maßnahme, um Wohnungslosigkeit zu verhindern, liegt ja in der Prävention von Wohnungslosigkeit. Deswegen fordern wir flächendeckende Wohnungssicherungsstellen in Hessen. Projekte wie die neue Wohnraumhilfe in Darmstadt zeigen, wie gut das funktioniert. Und in anderen Bundesländern gibt es das ja auch. Viele Menschen schämen sich ja in ihrer Not, auch sich an Behörden zu wenden und sind mit der Situation überfordert. Und deswegen ist es notwendig, dass bevor ein gerichtlicher Räumungsbeschluss ergeht, dass mit den Menschen gemeinsam nach Lösungen gesucht wird und dass die Wohnung erhalten bleibt.
Eine zweite Möglichkeit wäre, dass, oder ein zweites Thema ist, dass Wohnungslose immer noch meistens in den Kommunen vorwiegend, eigentlich fast immer, als ordnungsrechtliches Problem gesehen werden. Und man versucht nie von staatlicher Stelle zu sehen, welche Kompetenzen, welche Ressourcen die Menschen auch haben. Aber das wäre ja auch entscheidend, um die Menschen zu unterstützen, auch aus der Wohnungs- und Obdachlosigkeit wieder herauszukommen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Und ich denke, das ist ein Ansatz, der unbedingt anders werden muss. Und da gibt es das Housing First-Konzept, dass Wohnen, wenn es ein Menschenrecht tatsächlich ist, kann von den Menschen nicht erwartet werden, dass sie vorerst Vorleistungen bringen werden und dann eine Wohnung bekommen. Sie brauchen zuerst eine Wohnung, sie müssen begleitet und unterstützt werden und ihr Leben muss sich wieder normalisieren. Und da gibt es genau zwei Projekte in Hessen vom Diakonischen Werk in Gießen und im Kreis Groß-Gerau, die so ein Projekt umsetzen. Aber tut die hessische Landesregierung das dazu? Nein. Die müssen aus Spenden finanziert werden, die sozialpädagogische Begleitung dieser diakonischen Werke, weil das Land keine. Sie begrüßen die Initiativen ja. Begrüßen haben die Leute ganz wenig und von ihrem Wohlwollen gar nichts. Tun Sie was, das wäre notwendig. Ich bedanke mich. Als nächstes darf ich Frau Bächte-Scholz von der CDU nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist ein Problem, das bekämpft werden muss. Das ist keine Frage. Wohnung gehört zu den Existenzbedürfnissen eines Menschen, bestimmt weitere Bereiche wie Selbstbewusstsein oder auch gesellschaftliche Anerkennung. Daher gehört es sicher zu den vorrangigen Aufgaben eines Staates, dies für jeden Menschen sicherzustellen. Ich könnte mich jetzt an Ihren Feststellungen festhalten und mich an diesen abarbeiten. Aber darauf will ich verzichten, denn egal wie ich Ihre Feststellungen auch im Einzelnen sehe, im Ergebnis bleibt Obdachlosigkeit ein Problem, das wir nicht wegdiskutieren sollten und auch nicht wegdiskutieren wollen. Es ist ein Problem, das wir alle gemeinsam lösen sollten. Jeder vernünftige und umsetzbare Vorschlag zur Lösung dieses Problems ist uns daher willkommen. Und deshalb möchte ich mich heute mit Ihren Lösungsvorschlägen beschäftigen, bevor wir ja Ihren Antrag im Ausschuss dann noch einmal genauer unter die Lupe nehmen können. Ich fange mal mit Punkt 1 an. Sie fordern eine Wohnungsnotfallstatistik. Es soll ein umfassendes Bild über den Umfang und die Betroffenen erstellt werden. Wir brauchen also ein Wohnungslosenberichterstattungsgesetz. Eine gute Idee, eine gute Forderung, noch besser natürlich, wenn die Idee neu oder noch nicht umgesetzt wäre. Tja, und da ist das Problem. Genau solch ein Gesetz wurde auf Bundesebene verabschiedet und ist bereits seit dem 1. April 2020 in Kraft. Es regelt, dass eine umfassende Erhebung der Daten jeweils zum 31. Dezember und dies beginnt mit 2022 erfolgt. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsraumhilfe, die Sie ja immer zitieren, hat es wie auch andere freie gemeinnützige Träger ausdrücklich gelobt. Und das ist auch kein Geheimwissen von mir oder nur durch regelmäßiges Lesen des Bundesgesetzblattes zu erschließen. Nein, Sie hätten lediglich sich schon vor Ihrem Antrag vom 2.6. die Antwort des Sozialministers vom 27.5. auf eine kleine Anfrage, Drucksache 20/2407, Seite 3, da steht es ziemlich weit unten auf der Seite, lesen müssen, da steht es drin. Nun gut, gehe ich zu Ihrem Vorschlag Nummer 2. Sie wollen im Ergebnis mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Unabhängig von dem Weg, den Sie beschreiben, Tatsache ist, die Landesregierung
hat bereits erhebliche Mittel in dieser Legislaturperiode, deutlich über 2 Milliarden Euro, für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt. So viele Mittel, dass in den letzten Jahren die zur Verfügung gestellten Summen gar nicht alle abgerufen wurden. Heißt, auch wenn mehr Mittel bereitgestellt werden, würde sich die Situation nicht verbessern. Es fehlt also nicht an Mitteln, sondern an deren Abruf. Und Hindernis für sozialen Wohnungsbau ist also oft nicht das Geld, sondern dass zu wenig neue Flächen für neue Wohnungen zur Verfügung stehen. Flächen, die von den Städten und Gemeinden ausgewiesen werden müssen. Aber auch hier ist die Lösung nicht einfach. Denn ich will auch hier keinen schwarzen Peter weiterschieben. Denn klar ist, weil dem so ist, können wir nämlich beispielsweise im Ballungsraum Rhein-Main manche Gemeinden gar keine weiteren Flächen mehr zur Verfügung stellen, weil sie aufgrund anderer Regelungen daran gehindert werden. Und da gehe ich an meine eigene Kommune, in die Gemeinde Bischofsheim. Es wäre also nur noch im Rahmen der Verdichtung möglich. Und die Probleme, über die können wir uns gerne im Ausschuss unterhalten. Am Rande sei auch noch hingewiesen, dass das Land Hessen für den Erwerb von Belegungsrechten ebenfalls Millionen zur Verfügung gestellt hat. Aber auch hier gilt zu beachten, durch den Erwerb von Belegungsrechten nehmen wir nur Einfluss auf die Verteilung von Wohnraum. Wir schaffen keinen neuen. Ich komme nun zu einem weiteren Punkt. Sie wollen eine Quote für den sozialen Wohnungsbau bei Neubau oder Sanierung. Was soll sie bringen? Bei einer landesweiten Quote würden auch Sozialwohnungen nämlich in Gebieten gebaut werden, in denen gar keine Wohnungsnot besteht. Damit ist niemandem geholfen. Sinnvoll ist doch nur, wenn Kommunen in Gebieten, in denen neue Sozialwohnungen benötigt werden, auch neue Sozialwohnungen mit entsprechenden Trägern schaffen. Und genau das gibt es schon. Also was ist in Ihrem Antrag Neues? Oder geht es Ihnen um die Sanierung von Wohnungen? Auch hier besteht doch eher die Gefahr, dass Bauträger von einer Sanierung absehen, wenn ihnen eine Quote droht. Sie von den Linken schaffen damit am Ende keinen neuen Wohnraum, sondern verhindern sogar die Sanierung von bestehenden. Und das kann doch wohl nicht das Ziel sein. Und Punkt 5. Sie fordern die Übernahme des Berliner Mietendeckels. Nein, ich setze mich jetzt nicht mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit auseinander. Das mag das Bundesverfassungsgericht im nächsten Jahr tun. Die CDU und mich interessiert jenseits der juristischen Frage, was bringt uns die Sache. Und interessant ist, was hierüber im Fokus oder im Deutschlandfunk zu hören bzw. zu lesen ist. Der Fokus berichtet nämlich über einen drastischen Rückgang im Bereich der angebotenen Mietwohnungen in Berlin. Der steht im krassen Gegensatz zu der Situation an Mietwohnungen in den anderen Ballungsräumen. Denn Bestandsmieter freuen sich über die billige Miete. Sie wollen ihre Wohnung nicht aufgeben. Vielleicht behalten sie die Wohnung als Zweitwohnung. Aber jedenfalls wird durch billige Miete keine Wohnung zusätzlich frei. Und es steht daher unmittelbar oder mittelbar dem Wohnungsmarkt zur Verfügung. Das Problem wird eher größer. Denn gleichzeitig steigt durch diesen Mietendeckel in Berlin auch noch das Angebot der Eigentumswohnungen. Also wie gesagt, keine Einzelmeldung oder Meinung. Es ist eine Meinung von Focus und im Deutschlandfunk. Ein anderer Punkt. Sie fordern die Einführung des gemeinnützigen Wohnbaus. Und auch hier die Frage, was soll dies bringen? Erst einmal sicher für einen größeren Zeitraum viel Arbeit für die Finanzämter und die Steuerberater bei der Umwandlung. Und dann lassen Sie uns doch mal sehen, was heute schon möglich ist. So gibt es schon heute den vielfach genutzten Weg des genossenschaftlichen Betriebs einer Wohnungsbauunternehmens und damit besonderen Strukturen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb und die Gewinnverteilung. Und auch dies
könnte in anderen Rechtsformen ein Verzicht auf Gewinnerzielung stattfinden. Und jetzt komme ich praktisch fast zu Ihrer Lieblingsforderung, Zwangsräumungen zu vermieten. Erst einmal grundsätzlich, es ist mitnichten so, dass ein Mieter am Montag seine Miete nicht zahlt, im Laufe der Woche dann auf eine Klage des Vermieters durch das Gericht ein Räumungsurteil erlassen wird und am Freitag er mit dem Gerichtsvollzieher die Wohnung räumen muss und der Betroffene obdachlos auf der Straße leben muss. Die Wahrheit ist, dass einem Räumungsurteil ein oder zumindest mehrere Monate laufendes Verfahren vor dem Gericht vorausgeht. Es die Möglichkeit gibt, ein entsprechendes Räumungsurteil im Vorfeld auch durch die Vollstreckung noch nachträglich und dies auch nachträglich abzuwenden. Und der oder die Betroffene kann sich dabei auch durch das Sozialamt oder den Jobcenter unterstützen lassen, inklusive der Zahlung von laufenden oder rückständigen Mieten. Und ebenso besteht auch die Möglichkeit der Hilfe durch gemeinnützige Vereine. Also Hilfe ist möglich. Selbst wenn ein Urteil ergangen ist, kann noch einiges unternommen werden. Und ich weiß aus meiner beruflichen Tätigkeit als Sozialpädagogin in einem Jugendamt, wovon ich spreche. Und auf einer anderen Seite noch einmal dies betrachtet. Wenn ein Mieter seine Miete nicht zahlt und die Möglichkeit der Räumung nicht besteht, warum soll dann überhaupt noch Miete gezahlt werden? Und gehen Sie mal in die Rolle des Vermieters. Jemand hat seine Altersversorgung darauf aufgebaut, Wohnungen zu vermieten. Soll er jetzt auf diese Mietrente verzichten? Und warum sollte jemand überhaupt Wohnraum schaffen, wenn er einen Anspruch auf Miete gegen einen zahlungsunwilligen Mieter nicht durchsetzen kann? Frau Abgeordnete Bächle-Scholz, Sie müssten zum Schluss kommen. Gut, also ich wollte noch was zu dem Housing First Programm sagen, aber Sie haben ja auch schon gesagt, dass wir hier schon Regelungen im Rahmen des Polizeirechts haben. Ich kann im Abschluss nur feststellen, dass ich eigentlich überrascht und auch etwas enttäuscht bin, denn ich hätte gedacht, wenn den Linken dieses Thema so wichtig ist, hätten sie den Antrag zumindest noch einmal überarbeitet. Sie versuchen uns einige einfache Antworten auf komplexe Probleme zu geben. Ein Mangel an Ideen mit Geld aus der Landeskasse zu übergeben. Und ich möchte gerne mit einem Zitat von Umberto Eco schließen. Wie so oft gilt, für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Antwort, und die ist falsch. Wir jedenfalls von der CDU orientieren uns am Gesetz und am Machbaren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Bächle-Scholz. Sie haben gleich noch einmal Gelegenheit, 2 Minuten zu reden, denn für eine Kurzintervention hat sich die Frau Böhm von der Fraktion Die Linken zu Wort gemeldet. Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich möchte auf wenige Dinge eingehen, die Frau Bächle-Scholz gesagt hat. Erstmal geht es um die Wohnungsnotfallstatistik und die Kritik der BAG, die ich gesagt habe. Ich habe jetzt die Stellungnahme hier vorliegen, und da steht wirklich im ersten Satz, die begrüßt, dass es einen Gesetzentwurf gibt. Aber Sie hätten vielleicht noch bis Seite 4 weiterlesen sollen. Das ist ja nicht so viel. Und da kritisiert sie, dass die aktuell von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen und Haushalte nur teilweise im Gesetzentwurf berücksichtigt sind. Also genau das, was ich gesagt habe. Und Sie haben gesagt, diese Lösung sollte nach Meinung der BAG dringend überdacht und überarbeitet werden, weil sie zu einer erheblichen, aber durchaus vermeidbaren Untererfassung der aktuell von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen führt. Und ich denke, das macht sehr deutlich, dass es eine unzureichende Statistik ist. Und deswegen fordern wir Sie auf, die Landesstatistik ergänzend zu dieser Bundesstatistik vernünftig zu erstellen.
Frau Bächle-Scholz, Sie haben sich ja nur auf wenige unserer Punkte bezogen. Eine einfache Antwort sind 15 Forderungen tatsächlich nicht. Meistens kriege ich ja den Vorwurf, dass ich zu komplexe Anträge stelle. Aber heute ist er wirklich zu einfach. Ich glaube, das kann man wirklich nicht sagen. Es ist ein komplexes Thema, das sicher komplexe Antworten braucht. Und wenn ich nur alleine auf diesen Punkt der Wohnungssicherungsstellen eingehe. Frau Bächle-Scholz, Sie haben ja in einer Verwaltung gearbeitet in Mainz, wo es eine große Wohnungssicherungsstelle gab. Und ich habe das selber erlebt, wie hilfreich und wie notwendig das war, um Menschen davor zu bewahren, obdachlos zu werden. Und dieser Prozess einer Räumungsklage ist tatsächlich keine kurzfristige. Er ist aber ein sehr schmerzhafter und ein sehr bedrückender für die Betreffenden, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Post zu öffnen oder sich diesen Anforderungen zu stellen, weil es geht um eine tatsächliche existenzielle Frage. Ob eine Wohnung zu haben oder bei diesem Winter auf der Straße zu leben, sind zwei Dinge, die sehen diametral gegeneinander. Abgeordnete Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, und da ist das natürlich, das geht einem ganz tief in die Persönlichkeit. Und da brauchen Leute Unterstützung, und das ist das, was wir fordern. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Frau Bächle-Scholz, möchten Sie erwidern? Vielleicht können Sie ja die Überziehung verrechnen und es ein bisschen kürzer als zwei Minuten machen. Also ich denke, wir brauchen uns jetzt hier nicht gegenseitig zu sagen, wie schlimm Obdachlosigkeit ist. Das ist uns allen bewusst und auch wie schmerzhaft das ist. Aber bevor man bei der Wohnungsraumstelle ist, ist man ja mitunter auch schon mit anderen Institutionen in Kontakt. Wir zumindest vom Jugendamt haben dann diejenigen dorthin angebunden oder unsere Kolleginnen oder haben in Familienhilfen eingerichtet. Also man ist in diesem Land nicht alleine. Und wenn man von der BRD spricht, ich denke mir, wir sind hier immer noch in der Bundesrepublik Deutschland, auch so viel Zeit muss sein. Und diese Wohnraumstatistik gibt es, und die ist für uns in Hessen eine gute. Wir brauchen jetzt nicht doppelt gemoppelt arbeiten, denn dadurch werden die Zahlen auch nicht besser. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Bächle-Scholz. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Gnadl für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Obdachlosigkeit ist ein existenzielles Problem für die Betroffenen. Es ist aber auch eine offene Wunde in der Sozialpolitik in Deutschland. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann zwei Gründe haben. Entweder, dass unsere sozialstaatlichen Unterstützungsangebote für diese Personengruppen nicht ausreichen, oder dass wir diese Personen mit unseren Hilfsangeboten nicht erreichen. Wahrscheinlich ist es aber auch eine Mischung aus beidem. Und anders als die Landesregierung das in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der Linken gemacht hat, würde ich auch das Phänomen Obdachlosigkeit noch einmal von dem Phänomen der Wohnungslosigkeit unterscheiden. Nicht alle, die wohnungslos sind, also weder in der Wohnung besitzen oder gemietet haben, sind gleich obdachlos. Zum Glück, denn die Zahl der Wohnungslosen ist noch einmal sehr, sehr viel höher als die Zahl der obdachlosen Personen. Und deswegen, glaube ich, muss man auch noch einmal eben mit unterschiedlichen Maßnahmen und auch mit einem unterschiedlichen Blick auf diese unterschiedlichen betroffenen Gruppen schauen. Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit sind in den meisten Fällen ein Symptom, hinter dem tiefergehende Probleme stecken, etwa Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Suchterkrankung, psychische Erkrankung, Altersarmut, Fragen des Aufenthaltsrechts oder des Zugangs zu Sozialleistungen, Probleme in der Familie, zerbrochene Partnerschaften. Entsprechend divers ist eben auch die Gruppe der Obdachlosen und die Gruppe der Wohnungslosen. Deswegen müssen die Hilfsangebote des Sozialstaates genauso vielfältig sein wie die Problemlagen selbst. Denn
Schließlich widerspricht ja auch die Wohnungs- und Obdachlosigkeit unseren Vorstellungen von einem menschenwürdigen Dasein, und die verstärkt die sozialen Probleme und die soziale Ausgrenzung der Betroffenen. Die Schwierigkeiten beginnen aber schon eben damit, dass wir nicht verlässliche Zahlen vom Ausmaß des Problems haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es gut, dass der Bund, dass der Bundestag auch mit dem Beschluss der Gesetzesinitiative, die der Bundessozialminister auf den Weg gebracht hat, das Gesetz zur wohnungslosen Berichterstattung in einem breiten Konsens auch der demokratischen Fraktionen im Bundestag beschlossen wurde und dass jährlich eben bundesweit eine Erhebung der wohnungslosen Personen durchgeführt wird und eben darüber hinaus auch geschaut wird, welche weitergehenden Informationen und Analysen über Umfang und Struktur der Formen von Wohnungslosigkeiten können eben da gewonnen werden. Und damit bekommen wir belastbare Daten, die auch zwischen den Bundesländern vergleichbar sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir da eine regelmäßige Berichterstattung jetzt bekommen und damit auch die Sichtbarkeit auf die Betroffenen, auf das Thema Wohnungslosigkeit, auf das Thema Obdachlosigkeit bekommen und dass wir da mit diesen Zahlen auch aufmerksamer werden und genauer hinschauen und genauer sagen können, an welchen Stellen wir weiter im Handeln ansetzen. Wenn man sich allerdings die Wissens- und Erkenntnislage der Hessischen Landesregierung anschaut und sich die Beantwortung auf die Große Anfrage der Fraktion Die Linken, dann kann man nur sagen, dass diese Landesregierung vor allen Dingen nicht wissend ist, ahnungslos ist und dass sie daran anscheinend auch nichts ändern will. Und die männlichen Kollegen der Grünen, die haben sich ja in den letzten Tagen da einen gewissen Sport draus gemacht. Vielleicht ist es ja auch jetzt in Mode gekommen, hier im Hessischen Landtag zu zählen, wie viele Fragen gestellt werden, wie viele Minuten oder Stunden zu welchem Thema gesprochen wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn das so hier in Mode gekommen ist, hier im Landtag, dann mache ich mir auch mal die Mühe und zähle mal, wie ahnungslos diese Landesregierung ist. Und von den 170 Fragen der Linksfraktion konnte die Landesregierung 106 Fragen, also fast zwei Drittel, nicht beantworten. Der Standardsatz war, hierüber liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. Ich weiß, es ist ein komplexes Problemfeld und viele der Unterstützungsmaßnahmen für Wohnungs- und Obdachlose fallen in die Zuständigkeit auch der Kommunen, aber eben nicht alle. Auch die Landesregierung kann in ihrem eigenen Handeln und Tun etwas bewirken. Das Sozialministerium zieht sich aber auf die Positionen zurück, nichts wissen zu wollen und nicht zuständig sein zu wollen. Und da kann ich nur sagen, dieses Thema hat anscheinend bei Ihnen keinen hohen Stellenwert. Das sieht man auch bei anderen Feldern, zum Beispiel daran, dass die Bevölkerungsgruppe von wohnungs- und obdachlosen Menschen in Maßnahmen wie Ihrer Allianz für Wohnen kaum Beachtung finden. Die Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit bedarf aus unserer Sicht mehr Aufmerksamkeit und mehr Engagement des Landes. Die Corona-Pandemie verschärft die Notlage für viele Menschen. Fünfmal so viele Menschen wie sonst haben einen Antrag auf Hartz-IV-Leistungen gestellt. Die Schuldnerberater gehen davon aus, dass jetzt ganz massiv die Zahl der Privatinsolvenzen ansteigt. Und auch die Zahl der wohnungslosen und obdachlosen Menschen wird ansteigen. Es gab zwar am Anfang der Corona-Pandemie aus meiner Sicht auch ein sehr wichtiges Handeln der Bundesregierung, die gesagt hat, dass Menschen, die nachweislich aufgrund der Pandemie ihre Miete nicht zahlen konnten, ihre Mietzahlungen eben auch einstellen durften, ohne fristlos gekündigt zu werden. Ich glaube, das war ein sehr wichtiges und schnelles Reagieren auch an der Stelle, um die Problemlage einzudämmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber uns ist auch bewusst, damit
konnten nicht alle Menschen erreicht werden und auch nicht alle Fälle bedacht werden. Und natürlich ist es so, dass obdachlose Menschen ganz speziell von der Pandemie betroffen sind, weil sie etwa die Fragen nach der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder nach der Sicherstellung von gesundheitlicher Versorgung oder dem Zugang eben auch zu Einrichtungen, zu persönlichen Hygiene hier noch einmal besonders akut geworden sind und sich jetzt auch wieder verstärkt akut werden. Wir brauchen dringend größere Räumlichkeiten für obdachlose Menschen, für Personal. Wir brauchen an dieser Stelle dringend mehr Personal. Und das ist das, was diejenigen, die in der Obdachlosenhilfe arbeiten, uns in Gesprächen rückspiegeln. Sie brauchen mehr Personal, und zwar schon vor der Corona-Pandemie. Die Lage hat sich aber während der Corona-Pandemie noch einmal verschärft und weiter zugespitzt. Deswegen ist dieses Thema umso drängender. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, Einzelmaßnahmen werden nicht ausreichen. Ich habe eben gerade beschrieben, wie vielfältig die Problemlagen sind und die Gründe für Menschen, obdachlos oder wohnungslos zu werden. Deswegen brauchen wir aus unserer Sicht Maßnahmenpakete. Im Bund ist auf den Weg gebracht worden das Thema Reform des Wohngelds, die zusätzlichen Mittel hier in diesem Bereich, 1,2 Milliarden Euro, von denen etwa 660.000 Haushalte profitieren. Allein 180.000 Haushalte haben durch die Reform des Wohngelds erstmals oder erneut einen Wohngeldanspruch erhalten. Der Bund fördert im Bereich des sozialen Wohnungs- und Städtebaus 5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2021. Die Mietpreisbremse wurde verbessert. Das sind alles wichtige wohnungspolitische Weichenstellungen aus bundespolitischer Sicht, und darüber haben wir auch schon hier im Landtag gesprochen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, was können wir auf Landesebene tun? Und da hat Frau Böhn ein Stichwort schon vorhin genannt, auch noch einmal zu schauen, wie können wir auf Landesebene auch die Berichterstattung so ergänzen, dass wir hier noch einmal einen landesspezifischen Blick auf die Situation der Obdachlosen und die Ursachen für Obdachlosigkeit hinwenden. Das hat auch Ihr eigener zweiter Landessozialbericht Ihnen ins Stammbuch geschrieben im Übrigen. Zweitens brauchen wir massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und damit in den bezahlbaren Wohnraum, weil eben Menschen sich das Wohnen in den Ballungsräumen, in den Städten kaum noch leisten können. Es braucht aber auch dringend flankierende Maßnahmen, die die Wohnungsnot um das Thema der Wohnungsnot und den steigenden Mietkosten einzudämmen. Meine Kollegin Elke Barth hatte hier an dieser Stelle schon unseren Gesetzentwurf zur Zweckentfremdung von Wohnraum eingebracht. Wir haben entsprechend Sozialwohnungsquoten gefordert, Mietendeckel bzw. Mietmoratorien, wie sie etwa der Hessische Mieterbund gefordert hat. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Und das, was Frau Bechtle-Scholz eben gesagt hat, das ist einfach falsch. Die Programme, Sie haben gesagt, die Programme werden nicht ausgeschöpft. Aber gerade am Dienstag haben wir hier in dieser Plenardebatte gesagt, es liegt eben vor allen Dingen an den schlecht handbaren Förderrichtlinien und nicht an den Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen Sie sich noch einmal an, was die Liga hier in Hessen fordert in ihrem Aktionsprogramm Wohnungslosigkeit überwinden. Ideen und Konzepte liegen auf dem Tisch. Das können Sie jetzt aber nicht alles noch ausführen. Ihre Redezeit ist rum. Mein letzter Satz. Es fehlt am politischen Willen dieser Landesregierung. Handeln Sie endlich. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Gnadl. Für die Freien Demokraten hat sich der Abgeordnete Pürsün zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist ein Thema, in das sich vermutlich die wenigsten hier tatsächlich reinfühlen können.
Oftmals ist das ganz weit weg, auch wenn wir an Menschen vorbeilaufen, die sich in U-Bahn-Stationen wärmen oder um Geld bitten. Tatsache ist aber, dass dahinter oft Geschichten stecken, die bewegen. Eine Wohnung gibt den Menschen Halt und Würde. Es ist leicht, das Schicksal von sich zu schieben mit dem Argument, ach, die wollen das ja so oder das wird schon seine Gründe haben. Ähnlich klingt es übrigens in der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Kolleginnen und Kollegen der LINKEN durch. Gründe haben Wohnungs- und Obdachlosigkeit wohl weislich, und die liegen nicht immer ausschließlich bei den Betroffenen. Ich möchte einen realen Fall schildern, damit klar wird, womit wir es zu tun haben. Eine Frau Anfang 50 hat eine Suchtvergangenheit, psychische Erkrankungen, keine abgeschlossene Ausbildung und kann nur einigermaßen lesen und schreiben. Sie ist schwer verschuldet. Sie ist mittlerweile clean, spricht Deutsch und nun lebt sie bei einem Bekannten hier bei uns in Hessen. Sie ist nach Deutschland gekommen, um Arbeit zu finden und ihr Leben in richtige Bahnen zu lenken. Sie schläft seit Monaten auf dem Sofa. Der Bekannte ist alkoholsüchtig und setzt sie manchmal unvermittelt vor die Tür. Dann schläft sie ein oder zwei Nächte auf der Straße, bis der Bekannte sie wieder zu sich lässt. Sie hat es mit der Hilfe von Angehörigen geschafft, einen Lebenslauf zu schreiben. Sie hat einen Job gefunden und verdient nun etwas Geld. Durch die psychische Erkrankung sind diese Jobs oft nicht von Dauer. Sie würde gerne in eine eigene Wohnung ziehen. Sie könnte es sich leisten, ein Zimmer für 400 Euro anzumieten. Problem? Sie weiß nicht, wie es geht. Ist überschuldet und intellektuell nicht in der Lage, die administrativen Schritte zu gehen. Die Sätze, die sie am häufigsten hört, sind, sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Da sind wir nicht zuständig oder wir setzen sie auf die Warteliste. Wie soll ein Mensch, der in unsicheren Arbeitsverhältnissen ist, es einrichten, unter der Woche in einem Zeitfenster von 8 bis 12 Uhr bei allen möglichen Behörden persönlich vorbeizugehen? Vor allem, wenn am Ende nur Folgetermine statt Lösungen angeboten werden. Das Problem ist, dass wir umständliche und undurchsichtige Strukturen haben. Warum gibt es nicht einen Fragebogen, durch den sich der Betroffene klicken kann und am Ende zeigt das System die zu tätigenden Schritte, inklusive aller Ansprechpartner, Mailadressen, Telefonnummern und den passenden Online-Formularen? Es gibt viele Ansätze, die es Betroffenen leichter zu machen. Eine sozialistische Wohnungspolitik wie mit dem vorliegenden Antrag gehört für uns nicht dazu. Sozialistische Wohnungsbaupolitik unter dem Deckmantel der Obdachlosenhilfe. Wir Freien Demokraten sind weder für einen Mietendeckel noch für das Verbot von Zwangsräumungen. Wir sind davon überzeugt, dass die Kommunen und die karitativen Einrichtungen wunderbare Arbeit leisten und ihr Bestes tun, um den Menschen vor Ort zu helfen. Aus unserer Sicht sind es aber zwei Punkte, an denen wir dringend arbeiten müssen. Zum einen, und da stimmen wir mit der Präambel des Antrags zu, herrscht Unwissen. Das herrscht bei den Betroffenen, aber auch bei den Handelnden. Das Sozialrecht ist komplex. Da sind wir wieder bei den Argumenten aus der gestrigen Debatte zu den Clearingstellen. Und dann macht es auch die Verwaltungsstruktur den Beteiligten schwer. Angebote und Programme sind weder vernetzt noch gebündelt. Hilfesuchende werden von Pontius zu Pilatus geschickt und das meist tatsächlich physisch. Es ist vorzusprechen. Unterschriften sind zu leisten, Gesprächsangebote gelten nur persönlich und die Ausgabe von Informationen sowieso. Wir fordern daher die Unterstützung und Förderung karitativer Strukturen, entsprechende Angebote der Gesundheitsämter für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das bedeutet auch, dass hier die Digitalisierung Einzug erfahren muss. Genau, da sind wir. Das ist ja unsere Kernkompetenz. Genau, es wäre sinnvoll. Vieles kann man besser machen. Und da haben wir ja sehr viele Initiativen im Digitalisierungsausschuss. Wenn man da den Freien Demokraten öfter folgen würde, dann hätten wir auch bessere Ergebnisse. Doch, also es ist einfacher, als viele denken. Und ich denke, der Kollege Stirböck, der erklärt das auch immer im Digitalisierungsausschuss einfach folgen, dann klappt das sehr gut. Wir fordern Unterstützung zum Ausbau von Suchtberatung und Schuldnerberatung. Die Mitarbeiter müssen die Kapazitäten bekommen, um die Menschen individuell zu begleiten. Das gilt auch für lokale Fach- und Beratungsstellen. Die brauchen wir dringend, um die Menschen wieder einzugliedern in unsere Gesellschaft. Damit auf persönliche Schieflagen reagiert werden kann, Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden kann.
Die Unterbringung in einer Ersatzwohnung kann nur das letzte Mittel sein. Das ist intensive Arbeit, die sich aber mehr bewährt als ein analoges und nicht vernetztes Verwaltungssystem. Wir brauchen eine bürgerorientierte Verwaltung. Unser Ziel muss sein, dass mehr Menschen wieder selbstbestimmt und unabhängig leben können. Die weitreichenden Regulierungsansätze in der Wohnungspolitik hingegen helfen nicht weiter. In Berlin hat sich gezeigt, dass der Mietendeckel dazu führt, dass jegliche Anreize zum Bauen und zum Kaufen verschwinden. Aber genau das ist am Ende der einzige Weg, mehr Wohnraum. Natürlich wird es immer auch Fälle geben, in denen Menschen mit Erkrankung oder Einschränkung nicht auf dem Wohnungsmarkt mit Wohnraum werden versorgt werden können. Da benötigen wir sozialen Wohnungsraum. Wohnungsbau bedeutet aber eben auch, dass wir den Mangel an Wohnraum beseitigen. Und das wird sicherlich nicht, das hat sich gezeigt, durch Regulierung, Mietendeckel oder ähnliche Gängelungen erreicht. Einfacher beschrieben, Sozialismus schafft Mangel, Marktwirtschaft beseitigt Mangel und schafft Angebot. Oh. Jetzt sagt die Kollegin Böhm, die Mieten waren billiger im Sozialismus. Ich hätte da mal so die Frage bei den Kollegen der linken Fraktion, wer von Ihnen hat eigentlich schon mal im Sozialismus gelebt und hat da reelle Erfahrungen gemacht? Ich war in der Wendephase in der DDR. Da war es ja so, weil Handwerker, das war ja total verpönt, sollte es in dieser Gesellschaft nicht geben. Die Heizung ließ sich nicht mehr runterdrehen und das Thermostat war dann im Prinzip das Fenster. Also wenn es zu warm wurde, hat man das Fenster geöffnet, die ganze Energie ist da rausgeströmt in der DDR. Also das war da die Realität und ich war in den meisten ehemaligen Sowjetrepubliken. Also wie da der Wohnungsmarkt funktioniert hat, ich glaube, das ist so unattraktiv für Sie, dass keiner von Ihnen da leben möchte. Und für Hessen gilt genau das Gleiche. Klar ist, nicht alle Ansätze zur Lösung des Problems lassen sich auf Ebene des Landes realisieren. Kleinen Augenblick, es ist sehr unruhig, bitte ein bisschen mehr Ruhe. Der Abgeordnete Pürsün hat noch ein paar Minuten. Ja, aber die... Ich habe ja die Frage gestellt, wer von Ihnen hat eigentlich beim Sozialismus gelebt, also so wie Sie glühende Verfechter des Sozialismus wären, hätte ich jetzt ja eigentlich die Erwartung, dass Sie sagen, Mist, das klappt nicht in Deutschland und in Hessen, Sie wandern alle aus. Aber das scheinen Sie ja auch nicht zu tun. Also wir sorgen natürlich dafür, dass es keinen Sozialismus gibt. Marktwirtschaft und Demokratie ist die bessere Ordnung. Klar ist, nicht alle Ansätze zur Lösung des Problems lassen sich auf Ebene des Landes realisieren. Ich höre irgendwie, bei den Grünen gibt es auch Anhänger des Sozialismus. Interessant. Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auf allen Ebenen angegangen werden muss. Aber die Hessische Landesregierung kann sich, statt nur auf die kommunalen Spitzenverbände zu zeigen, im Bund dafür einsetzen und Kommunen unterstützen. Jeder muss die Chance haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das müssen wir als Gesellschaft leisten können. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pürsün.